Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich nochmal mit Giratina spielen. Das Ding wieder vorne, aber ich habe Sage mit dem Body Boost in der Backline und dazu einen Crowdon. Das wiederum bedeutet, diese Doppelstahlgeschichten, mit denen werde ich keine Probleme mehr haben. Ich glaube, das eine oder andere Pokémon können wir echt fies erwischen mit Crowdon, obwohl es natürlich auch ein paar miese Matchups hat. Dennoch würde ich sagen, dass die drei individuell betrachtet sehr starke Pokémon sind, die ich auch durchaus weiterempfehlen werde und weiterempfehlen kann. Ich hoffe, dir gefällt mein Content und ich hoffe, dir gefällt auch mein Pokémon Go Content sowie der Unite Content oder auch der Gen 9 Content. Da wird natürlich auch regelmäßig was kommen. Zweit- und Drittkanal sind... Oh, Entschuldigung. Ich sitze ab jetzt nicht mehr so schnell auf der Couch. Okay, egal. Zweit- und Dritt-Account sind verlinkt. Schau doch gerne vorbei. Lass mir da Abos da oder dein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Aber natürlich auch nur, wenn dich diese anderen Videos interessieren. Und hey, jetzt starten wir und ich wünsche dir wirklich viel Spaß bei dem Set und Let's go! Ehrlich gesagt, bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie ich das machen möchte. Will ich jede Führung komplett ausspielen, damit meine Backline nicht irgendwo drin eingelocht ist? Oder, Shiny Best Buddy Melmetal. Hammer. Alles klar, ich hätte in Groudon gehen können. Ich hätte tatsächlich in Groudon gehen können. Aber so ist es natürlich auch nicht tragisch. Ist das normal, dass ich so spät erst die nächste habe? Hängt das jetzt hier gerade oder passt das? Da ich mich nicht abschwäche, lasse ich das einfach mal durch. Ich kann jetzt auch deine nervigsten Attacken widerstehen, weshalb das klar geht. Die Frage ist, wirst du schilden? Nein, tust du nicht. Interessant. Von jetzt an kann ich dir aber auch nur noch einen Nahkampf drücken. Was mir natürlich schmeckt, wir setzen den ersten ein. Ich werde keinen zweiten mehr schaffen. Du wirst schilden können, mein Freund, und dir den Wechsel holen. Was natürlich ärgerlich ist für mich, aber schon okay. Wenn du den unbedingt haben möchtest, gönne ich dir den. Ich komme jetzt hier mit rein und farm komplett runter, da ich mit beiden Pokémon tatsächlich wirklich gut gegen Melmetal ankomme, ist mir das vollkommen egal, ob ich da den Wechsel habe oder nicht. Dass das hier ein ekelhafter Köder ist, gefällt mir nicht. 1, 2, 3, du schaffst aber noch eine Attacke, ne? Das ist doof, lasse ich aber durch. Ich wollte erst den Feuerschlag einsetzen, dachte mir, weißt du was? Wir müssen es zumindest mal anstreben, komplett runterzufarmen. Was kommt da rein? Oh, ein Dragoran. Das ist nicht geil. Das ist absolut nicht gut. Mein... Eieieiei, das ist nicht cool. Was mache ich denn mit einem Groudon gegen Dragoran? Das sind natürlich diese Matchup, die ich meine. Ich hätte den Wechsel haben müssen. Ei, Karamba. Ei, Karamba. Oder nicht rausgehen. Nicht rausgehen wäre tatsächlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Einfach in meinem... Obwohl, ich hätte vielleicht doch in Groudon gehen müssen. Ich hätte vielleicht doch in Groudon gehen sollen, anstatt in Sation. Das war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. Wenn ein Dialga reinkommt, werde ich ab jetzt in Groudon gehen. Das klingt doch nach einem sehr, sehr netten Plan. Wir schauen einfach mal weiter. Du wirst das durchlassen. Ich kann dich zwar runterfarmen, bringt mir aber nicht allzu viel. Das Dragoran wird mich ja gleich finishen. Da ich mit keiner Ladeattacke auch nur im geringsten Schaden verursache bei deinem fliegenden Drachen-Pokémon, bin ich komplett raus. Feuer resistiert, Boden resistiert. Da war eindeutig menschliches Versagen meinerseits am Start, weshalb ich das leider nicht gewinnen konnte. Ui, es wäre so geil gewesen, in Groudon zu gehen. Ich glaube, das hätte mir einiges erleichtert. Nehmen wir doch mal an, ich hätte den Wechsel geholt. Dann hätte ich mit Sation gegen Dragoran gekämpft und mit Giratina gegen Melmetal. Alles sehr nette Matchups. Das hier muss ich trotz doofem Matchup ausspielen, weil ich will da nicht rüber. Was soll ich in meinem... Ah, nee.
Sobald ich rauswechsel und den Wechselleiter nicht bekomme, hat Sation vielleicht ein dooferes Matchup und mein Groudon will wieder nicht hiergegen. Ah, diese Fliege-Pokémon, die sind gut. Dragoran sind sehr, sehr viel. Gerade auch durch diesen Kraftkoloss, den Köder zu landen, finde ich sehr wichtig. Ich würde ganz gerne noch einen drücken. Es ist gut, dass ich vor dir dran komme. Du hast es wahrscheinlich so getimt mit den Attacken, dass wir uns eh nicht im Gleichstand erwischen, weil du das wahrscheinlich so gespielt hast, dass ich auf Spukball nicht kommen würde. Das war, glaube ich, dein Plan, weshalb du die Attacke auch durchlassen konntest. Das hier macht nicht ganz genug Schaden, aber jetzt bin ich halt weg vom Fenster. Wir kommen hier mit rein, wollen die Energie. Du spielst hoffentlich mit keinem... Oh! Wait a second. Du kommst hier rein. Hier. Gehe ich auf einen oder auf beide? Das ist sehr schwer. Ich könnte beide hintereinander raushauen. Die Frage ist, was du tust. Ich bin jetzt nun mal massiv abgeschwächt. Ich werde aber dieses Dragoran später nicht los. Du frisst einfach nur meine Energie und tust genau was? Was wird jetzt passieren? Hey, es wird schwer. Es wird echt schwer. Oh ja, okay. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Kriege ich einen Feuerschlag hier noch raus? Das ist gerade eigentlich sehr, sehr wichtig. Ziehe ich dir ein Schild? Einen Schild zu bekommen, würde ich als wichtig erachten. Tue ich leider nicht. Jetzt wirst du danach rauswechseln können. Die Frage ist, was mache ich gegen Dragoran? Du hast aber auch nicht mehr viel KP drüben, oder? Eins? Nee, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich drücke dir einen Feuerschlag. Groudon kann vielleicht hier noch sehr nette Sachen raushauen. Das wird nicht geschildert, sondern durchgelassen. Ich mache mit Sofortattacken genug Druck, dass du diesen Feuerschlag auf jeden Fall respektieren musst. Da bleibt dir nichts anderes über und ich bin kurz vor einem Nahkampf drüben und mache auch sonst hier mit den Sofortattacken so viel Druck und du wirst, glaube ich, nicht auf zwei Attacken aufbauen. Die Frage ist, reichen zwei Standpunkte von mir und habe ich dann... Ach, warte mal, ich hau ja hier noch sehr effektive Attacken raus. Da ist der Feuerschlag und Groudon darf tatsächlich diesen Kampf für sich entscheiden. Was mir gefällt, mit einem Dialga hinten hätte ich da wieder ein paar Probleme gehabt. Mewtwo mit Spukball wäre natürlich hier auch gar nicht so verkehrt. Muss man natürlich ansprechen und darf man nicht übersehen. Da ist Mewtwo tatsächlich mit dem Spukball zu gebrauchen. Ansonsten, das andere Mewtwo, das ich habe, das hätte tatsächlich mit Psychostoß und Eisstrahl absolut keine Lust gehabt, gegen dich zu kämpfen. Alles klar, mein Freund. Dialga ist nicht am Start, dafür Mewtwo. Mewtwo ist trotzdem gar nicht so schlecht, wie man glauben mag. Bist du ein Chando? Nein, bist du nicht. Du gehst raus, in deine Fee. Okay, ich verstehe. Die Frage ist, wie ich das ausspiele. Ich drücke dir jetzt einen Spukball. Will ich danach in mein Station? Oder wo will ich rein? Ja, why not? Why not, wir gehen raus. Wir haben hier kein schlechtes Matchup. Wirst du deinen nächsten Knuddler auch noch vor mir haben? Das wäre natürlich echt mies. Du gehst auf Stromstoß, was ich spannend finde. Bitte gewinn den Gleichstand. Perfekt. Ich drücke dir jetzt einen resistierten Nahkampf. Einfach nur, weil du deine Verteidigung extrem abgeschwächt hast, sollte das, glaube ich, trotzdem ausreichen. Und wir haben den Wechsel in der Tasche. Ja, ich bin massiv abgeschwächt. Der Gegner hätte so oder so nur noch in Anführungszeichen eine Attacke drücken müssen. Ich finde aber extrem spannend, dass er mich hier zu einem Knuddler kommen lässt. Damit rechne ich tatsächlich normalerweise nicht. Der Schaden, der hier rauskommt, der ist nochmal anders schmackofatzig. Und ich mache mit meinen Sofortattacken nicht gerade wenig Druck. Es sieht so aus, als würdest du mein Pokémon loswerden wollen, weil da hinten vielleicht nochmal irgendwie ein Stahl-Pokémon wartet. Aha, guck mal, hey, schau mal hier, mein Freund. Was sich da tatsächlich noch hinten bei mir verbirgt. Werde ich durchgehend Feuerschlag einsetzen? Why not? Du hast zwei Schilde, ich habe zwei Schilde. Ich glaube, ich tendiere dazu, nur zu ködern hiermit. Und der erste, der wird direkt geschildert, ist jetzt der Plan, zweimal auf Erdbeben zu gehen? Warum nicht? Ich müsste genug
KP über haben, um das noch zu schaffen. Wir versuchen das einfach mal. Das sollte der Plan sein. Das ist ein Eisenschädel. Ich hoffe, dass du, Kollege, nicht die Möglichkeit hast, das Erdbeben eventuell abzufangen. Das wäre tatsächlich doof. Glaubst du, es ist der nächste Köder? Nein. Ich hätte wirklich entspannt zweimal ködern können. Ich werde natürlich jetzt auch beim Feuerschlag einsetzen. Ich bin mir nicht sicher. Du hättest mich wahrscheinlich eh nicht zur Attacke kommen lassen. Von daher ziehe ich es in Erwägung, einfach nur Schaden zu verursachen. Das ist da auf jeden Fall der Plan. Wir gehen raus, haben noch fast einen Feuerschlag ready. Weshalb wir das jetzt hier schilden werden. Ich hätte den eventuell sogar noch erreicht, bin mir aber nicht sicher. Ich habe mir gedacht, so ein Psychostoß, der macht so eine Psychoklinge, die macht nicht so viel Schaden. Ist das jetzt hier ein Spukball? Den würde ich, glaube ich, nicht mehr überleben. Es ist einer tatsächlich. Tatsächlich, so. Und du farmst jetzt einfach, oder? Ei, Karamba, das wird nix. Ja, das Problem ist halt, dass ich auch gegen Mewtwo die Attacke nicht mehr geschafft hätte, da ich zu wenig Energie drauf habe. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, durch das gestrige Video habt ihr mir natürlich ein paar Teams reingeschrieben. Und jetzt macht ihr das hoffentlich auch wieder, denn ich habe nicht mehr allzu viel Zeit und würde gerne mir ein schönes Team da raussuchen, womit ich auch umgehen kann und womit ich auch ein paar Punkte holen kann. Weshalb ich mal gucken muss, wie ich das Ganze regel. Du hast 10 WP weniger. Das wiederum bedeutet, du könntest tendenziell ein 98er sein mit 14 KP. So ist das ja in vielen Matchups. Du lässt das durch. Ich hätte dir auch einfach einen Spukball drücken können. Absolut crazy. Ich werde das respektieren. Du hast schon weniger KP als ich. Warum sollte man ködern? Man ködert trotzdem. Man ködert trotzdem. Und jetzt gewinnst du noch den Gleichstand? Nein, tust du nicht. Du setzt wieder nicht ein. Interessant. Wenn du das schildest, lasse ich dich einfach diesen Wechsel haben. Ja, dann gönn ihn dir. Gönn dir diese Führung. So, Kollege. Kann ich das durchlassen oder gehst du jetzt auf Spukball? Du würdest mich halt damit komplett besiegen und du tust es. Das nehme ich aber auch hin, weil ich einfach nur Energie auf Station möchte. Einen Spukball hier abzubekommen, das schmerzt schon ein bisschen. Das würde ich aber tatsächlich tolerieren. Einfach nur durch diesen Vorteil, den wir hier rausziehen, mit der ganzen Energie. Die Frage ist, was holst du rein? Du schaffst keinen Move mehr. Ich habe einen doppelten Nahkampf. Irgendwas, das ich gut treffen kann. Das hier ist gar nicht so geil für mich. Eventuell wartet da hinten das nächste Stahl-Pokémon. Wenn du hier reinkommst, nachdem ich schon vollgeladen bin. Ich schaffe noch einen Knuddler, was für mich sehr relevant ist. Jetzt wirst du mich besiegen. Aber durch die ganzen Feuerschläge werde ich gleich noch Schaden verursachen. Oh, ich farm komplett runter. Ich farm komplett runter und da wartet tatsächlich ein Melmetal. Ich habe hier aus aktuellen Gründen nicht allzu viel zu befürchten. Ich gehe auch direkt auf das Erdbeben. Du könntest vielleicht mit einem Köder rechnen, aber warum sollte ich in der Situation reinködern? Und die nächste Sofortattacke? Okay, die nächsten zwei reichen dann auch aus. Ich hätte hier nicht ködern müssen. Der erste Move, den kannst du vielleicht schilden. Bis dann werde ich aber ein bis zwei Kraftkoloss auf jeden Fall noch überleben. Dann habe ich noch ein Schild und ich würde lockerflockig das nächste Erdbeben erreichen. Da war halt mein Groudon extrem gut, aber wirklich gut. Gegen das Togekiss, joa, geht so. Da hat man natürlich nicht unbedingt Bock, mit den ganzen Feuerschlägen anzugreifen. Okay, was hat der Kollege dabei? Erneut ein Sation. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich in die Führung packe. Guck mal, diesmal gehen wir raus. Diesmal, ich bin aber zu spät. Ich war tatsächlich ein bisschen zu spät. Geht man hier direkt dann auf Erdbeben? Du kommst vor mir dran, du setzt aber nicht ein. Ich werde hier auch nicht ködern. Weshalb ich wirklich gespannt bin, was du tust. Ich hätte mal ködern sollen, ne? Ich hätte es tatsächlich mal gesollt. Eieieiei. Nochmal ködern? Kann man hier ködern? Soll ich ködern? Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Ich glaube nicht, dass es mir was bringt. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, deinen
Ich wollte das nicht. Ich wollte das so nicht. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte einfach... Ja, und den Gleichstand verloren. Es war so dämlich. Ich habe doch zur Attacke ausgeholt. Ich habe das immer noch nicht verinnerlicht, dass man jedes Mal zur Attacke ausholt. So, Kollege. Was kann ich tun? Erreiche ich das nächste Erdbeben vor dir? Warte mal eine Sekunde. Ich erreiche dreimal Erdbeben? Bist du jetzt rausgegangen? Nein, oder? Hast du das abgefangen? Nö, okay. Wir können das trotzdem holen. Sehr interessant. Was passiert jetzt? Du bist am Anfang rausgewechselt. Hast du vielleicht... Oh, das war so wichtig. Das war so enorm wichtig. Weil mein Giratina möchte nicht dagegen kämpfen. Und jetzt, Keule, sieht's doch gut aus für mich. Ich werde natürlich noch nicht einsetzen. Du wirst meinen Knuddler höchstwahrscheinlich abfangen wollen. Das möchte ich aber nicht. Oder soll ich dir den drücken? Weil dein Orkan... Ja, der macht schon Schaden, aber du gehst jetzt eh raus, ne? Fängst du jetzt ab? Ja, tatsächlich. Ich habe noch eine Sofortattacke gemacht und dann bist du halt raus. Interessant. Interessant, Keule. Du spielst sehr interessant. Bist du direkt rausgegangen? Oder noch nicht? Wir haben jetzt Energie ready. Die benötigen wir für später. Das heißt, wir setzen jetzt ein, verlieren schon wieder den Gleichstand. Hey, mein Sofortattacken-Timing ist der absolute Schmutz. Daran darf sich niemand orientieren und ein Beispiel nehmen. Echt nicht. Gleichstand verloren, er wird einfach nur farmen, farmen, farmen. Das wird so uncool, das wird so uncool. Wir laden auch nicht auf und werden, nachdem er den Stromstoß einsetzt, komplett runterfarmen. Soll er nochmal eine Attacke einsetzen? Ich möchte, dass die Uhr runtertickt. Das wird mein Plan. Allerdings sieht's problematisch für mich aus. Das Gute ist halt, kann er komplett farmen? Ich hab's vergeigt. Warum spiele ich so? Ich hätte einfach nur so einsetzen müssen, dass ich direkt beim Knuddler einsetze, ohne dass er rauswechselt. Das war nicht clever. Absolut nicht. Er farmt komplett. Guck mal, jetzt gehe ich rüber und er kann mir jetzt einfach den Orkan drücken, weshalb ich vergeige. Weshalb ich diesen Kampf vergeige. Absolut nicht cool. Hey, wenn ihr wissen wollt, wie man Spiele verliert, dann bleibt bei mir dabei. Denn hier seht ihr Qualitätscontent. Content, wie ihr Punkte absteigen könnt. Falls ihr euch fragt, warum das mit Mia und Legende nichts wird, dann nehmt doch einfach mal meine Videos als Beispiel und seid besser. Ich drücke euch die Daumen dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein und ciao.